Hi Freunde, herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind wieder hier auf Status Factory auf dem Planet Pandoria, nenne ich ihn mal. Ja, Pandoria. Das passt ganz gut hier mit den ganzen Gefieze. Der Pandora. Ja, genau. Pandoria nennen wir den Planeten, wie bei, wie ist denn der Film? Avatar. Genau. Wie bei Avatar. Aber die sind blau. Ja, und hier sind sie halt anders da. Genau. Ja. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und das ist mit dem Ausbau. Ich werde jetzt oben Biomasse-Verbrennungsanlagen setzen, dass wir unten die abreißen können. Dann wird der Hub wahrscheinlich hochgelegt werden. Dann machen wir die Fabrik ein kleines bisschen breiter. Bis hier an die Wand ran. Sollte ja alles passen. Und ja, seid dabei, wie es hier alles entsteht. So, warte mal. Genau. Machen wir das so. Zack. 3. Wie viele Biomasse-Dinger haben wir unten stehen? Nicht die vom Hub mitzählen, bitte. So. Stellen wir hier schön Strommasten hin. 2, 3, 5, 6. 2, wenn ich das richtig sehe. Mehr nett. Nee, noch nicht. Gut. Dann gehen wir von da nach da. Und von hier oben nach unten. So, jetzt sind die auch mit angeschlossen. 100 Megawatt. Und schmeißen die schon mal so langsam ab. Dann reißen wir unten die ab und stellen die auch noch hier mit dazu. Dass wir dann da keine Probleme kriegen. Habe ich jetzt noch was? Nee. Schön. Eins, 3 Stück haben wir ja. Genau, die 3 sind abgebaut. Und die dann mit dabei. Haben wir hier noch so ein Stückchen weiter. Genau, dann splitten wir die noch mal kurz. 50 da rein und ich sammle dann jetzt gleich erstmal Blätter. Der läuft, der läuft, der läuft. Mal hier noch was rein. Da noch was rein. Und das, das. So, zack. Zack. Oh, die 25 behalte ich, denn ich werde jetzt mal ein bisschen Holz sammeln. Ja, leider ist irgendwie, haben wir hier keinen Sound von dem Ganzen. Thomas, bau mal bitte hinten irgendwo in die Halle einen Constructor, ganz normal. Und ein Lager davor und ein Lager da hinten. Dahinter. Weil ich komme dann jetzt gleich mit dem ganzen Holz. Und würde das dann. Ach komm.
da reinschmeißen, dann kann, produziert er automatisch. Oh, hier ist ein Vieh. Wie greift er mich jetzt denn an? So, wo ist er? Da ist er. Wo willst du es haben? In der ersten Etage? Ne, unten, unten. So. Was haben wir denn hier? Ein Mersafera. Okay, kenne ich nicht, was das ist. So. Halt, ich säge jetzt hier alles weg, was ich hier nur wegsägen kann. Und dass wir genug Biomasse haben, dass wir die Kraftwerke betreiben können. Bis wir die Kohle haben. Ja, da wird es jetzt hier um die Fabrik ein bisschen kahl, aber das schadet nix. Ja, wenn ihr die Aufnahmen hier gerade seht, liege ich in der Reha und werde da behandelt. Ein Video dazu werde ich vielleicht, wenn ich es noch schaffe, bis Dienstag den 20. hochladen und natürlich auch freischalten. Da erzähle ich euch die Geschichte, was passiert ist. Und dann habt ihr vielleicht ein kleines bisschen Verständnis dafür, dass ich roundabout 3 Wochen nicht da bin. Also plus, minus, eher vielleicht sogar plus. Aber da mein Behandlungsstatus aktuell sehr gut ist, denke ich eher, dass es dann bei den 3 Wochen bleibt. So, Flugzeug ist zurück. Der Thomas kann direkt weiter forschen. Oh, das sieht schon gigantisch aus, Thomas, von hier hinten. Muss ich ja echt mal sagen. Ich würde jetzt gerne ein Foto machen, aber die... Motorsäge ist im Weg. Jetzt kann ich... Wahnsinn. Jawohl. So, das haben wir hier noch die paar Blätterchen, die wir noch so kriegen. Ach, hier oben haben wir noch eine Eisenmine. Also mit Eisen können wir uns tot schmeißen, aber das werden wir alles brauchen. Weil da drüben von denen wird wahrscheinlich eine wegkommen, dann werden wir das von hier oben lagern, von hier drüben wird was kommen und und. Also seid da auf jeden Fall noch gespannt, was hier noch alles noch so kommen wird. Das ist wahnsinnig viel in diesem kompletten Game, das kann ich euch nur sagen. So, der Thomas baut da auch schon fleißig, sehe ich gerade. Genau. Förderband von da nach da. So. Steht die Werkbank noch hier unten? Jetzt stellen wir uns gerade mal eine hier hin. So, das müssen wir erst alles in Biomasse umwandeln, sonst nimmt er das nicht. Genau. So, machen wir das da schon mal rein. Biomasse, genau. Der Strom, den nehmen wir von hier. Und stellen hier Biomasse ein. Gibt es da noch was anderes? Dann machen wir erstmal die Biomasse-Blätter. Und dann von da nach da. Genau, hier legen wir mal kurz unsere 25 Tonnen Zement ab, die wir haben. Und machen jetzt erstmal weiter die Biomasse fertig. Dann können wir die dann da schon mal mit reinklatschen und der kann die umwandeln in unseren Sprit.
Dann müssen wir das halt auch hier an der Werkbank machen. Wieso kommt hier Zement raus? Wo? Wo ist hier? Aus meinem letzten Ding. Ach. Ich hab Zement dazwischen gelagert. Biomasseblätter habe ich doch eingestellt hier. Warum fängt der nicht an? Ach, was soll denn das? Tu mal den Scheiß da raus. Wenn du es aufnehmen kannst, dann nimm es auf, weil mein Inventar ist gerade voll. Ich kümmere mich um den Nachschub, dass der Strom nicht gleich ausfällt. Meist den Scheiß woanders rein. Mann. Da ist doch noch ein leeres Lager. Ah, jetzt fängt er an, sehr gut. Direkt aus Biomasse macht er anscheinend nichts, ne? So. Mal hier die Biomasse Holz. Biomasse. Irgendwie ist das jetzt auch nur Biomasse hier? Ich verstehe das gerade nicht. So, das sollte doch eigentlich. Oh mein Gott, manchmal, Thomas, manchmal, ne? So, schmeißen wir das wieder vorne rein. Wie kann ich oben den Lift drehen? Mit der Maus, mit dem Mausrad. Da kannst du alles drehen, wie du es brauchst. Dann fahr ich dir deinen Scheißdreck da hoch. Dann hast du da dein, kannst du direkt bei deiner Biomasseanlage kannst du deinen Beton wieder rausnehmen. Anstatt dass du den beim Zement reinschmeißt. Es war nur gerade hier ein Zwischenlager, dass ich hier. Ja, hallo, dann schmeiß es trotzdem in den Beton rein. Unlogisch. Wo ist denn hier der Beton? Ja. Ah, Thomas, warte mal. Reiß den Lift nochmal ab, bitte. Nein, weil da ist jetzt ganz viel Beton drauf. Nein, ich kann nicht den Beton aufnehmen. Ja, warte mal, reiß. So. Weil. Wegen den Fenstern hier unten. Dann baue ich hier überall ein Fenster jetzt hin. Dass man. Das dann schön alles direkt ordentlich haben. Und dann mache ich das auf die 8 und das auf die 9. Machen wir mal. 9. Und dann kannst du da aus dem Fenster den Lift schon mal montieren. Oder ich ziehe sie dir hoch und dann gucken wir wegen der Höhe oder. Wie du möchtest. Ja, bau ihn mal, bitte.
Ja, einen Augenblick. Ich fange von hinten an. So, zack. Fenster noch rein. Und eins noch. Und noch eins. Gut. Ich baue den Lift. So. Achso, willst du an das Fenster? Gut. Ist die Höhe so okay? Nein, eins. Ein noch ein. Yep. Gut. Genauso sieht's aus. Das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin, wie 10.000 Mal schon gesagt, noch in der Reha. Und ja, für jeden neuen Abonnenten und für jedes Like würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Aufnahme. Macht's gut, wir sind raus. Ciao. Wieso hast du das Fenster?